Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Elektroroller aus dem Hause Speedrit. Wenn du noch unsicher bist, ob dieser E-Scooter für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Elektroroller werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Elektroroller in der Tat beliebte Fortbewegungsmittel, wenngleich es auch einige Kritiker davon gibt, ganz klar. Am häufigsten, finde ich, sieht man sie in der Stadt und ich denke, gerade da können sie insbesondere Sinn machen, ja, als Fortbewegungsmittel zu dienen. Preislich bin ich der Ansicht, dass wir hier einen relativ günstigen Elektroroller am Start haben. Das ist aber auch meine Einschätzung. Ob es für dich der richtige Elektroroller ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige E-Scooter auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Genau, designtechnisch sieht er eher zurückhaltend aus, würde ich sagen. Ich denke, der Fokus liegt hier auf der Funktionalität des E-Scooters und das ist vielen E-Roller-Freunden auch wichtig. Klar, ob er dir jetzt designtechnisch gefällt oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Ich finde, dass er durchaus solide aussieht. Er kann bis zu 25 km/h fahren in Sachen Geschwindigkeit. Das ist schon ordentlich, wie ich finde. Also klar, viele Leute werden jetzt sagen, 25 km/h klingt jetzt nicht so schnell. Auf einem Elektroroller, finde ich, fühlt sich das beim Fahren doch durchaus schnell an. Aber ganz klar, kannst du selbst entscheiden, ob du jetzt sagst, das gefällt mir oder nicht. Generell gibt es sowieso einige Liebhaber von Elektrorollern und andere finden sie halt nicht so toll. Das ist ja das Schöne. Hier kann sich jeder selbst aussuchen, welches Fortbewegungsmittel er bevorzugt. In Relation zum Preis würde ich sagen, dass dieser E-Scooter aus dem Hause Speedrit hier relativ günstig ist. Ja, das ist aber, wie bereits gesagt, auch meine Einschätzung. Du selbst kannst natürlich am besten entscheiden, welcher E-Scooter zu dir passt. Mach dir doch gerne noch dein eigenes Bild zum Elektroroller aus dem Hause Speedrit. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.